Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Die meisten hätten gerne mehr davon, denn wir können Geld gegen fast alles tauschen. Geld ist gut für das Wirtschaftswachstum und ermöglicht uns, sinnvoll zu investieren. Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen zwei Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. Auf wie viel hätte sich der eine Cent nach 52 Wochen vermehrt? In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. Erfahrungen haben wir mit dem natürlichen Wachstum. Das entwickelt sich erst schnell, wird dann langsamer und hört irgendwann auf. Auch lineares Wachstum verstehen wir. Dann wächst zum Beispiel die Wirtschaft um den gleichen absoluten Betrag. Und durch diese Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttosozialprodukt, ist unser Geld gedeckt. Nun wachsen aber die Geldvermögen schneller als die Realwirtschaft. Unter anderem durch die Zinszahlungen und durch die Wiederanlage der Zinsen, den sogenannten Zinseszinseffekt. Bei einer Verzinsung von 3,5% verdoppeln sich die Geldvermögen alle 20 Jahre. Bei 7% schon alle 10 Jahre. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System. Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder, der Geld anlegt, bekommt doch Zinsen oder genauer gesagt eine Liquiditätsverzichtsprämie. Denn Zinsen setzen sich zusammen aus den Kosten der Bank, dem Inflationsausgleich, der Risikoprämie und der Belohnung für den Sparer, dass er sein Geld zur Verfügung stellt. Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen.
Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Die wichtige Frage bleibt nun: Können wir dies erreichen? Und wie?